Mitten in der großen Stadt. Eine Oase. Das Yokyok, geschaffen mit harter Arbeit von Nazim Alemdar, geboren in Ankara. Ich bin seit jetzt 42 Jahren hier im Bahnhofsviertel. Ich kenne fast jede, vielleicht namentlich nicht, aber ich kenne jede Gesicht hier. Auf nur wenigen Quadratmetern. Kleine Schatzkiste, große Wundertüte. Das Yokyok. Wenn man einmal Jok sagt, das heißt, gibt's nicht. Nein. Aber wenn man zweimal hintereinander sagt, das ist ein türkisches Wortspiel eigentlich. Jok, Jok, gibt's nicht, gibt's nicht. Das heißt, gibt's alles. Ich habe sogar Autoauspuff-Reparatur-Kit, Backgammon-Steine und. Yokyok klingt toll. Kein Wunder, dass auch andere Kioskbetreiber diesen Namen benutzen wollten. Er hat sich gewehrt gegen den Namensklau und vor Gericht gewonnen. Ich bin kein Jurist, aber was ich verstehe, das Oberlandesgericht hat uns im Recht gefunden und das ist gut so. Was unterscheidet diesen Kiosk von unzähligen anderen? Wo liegt das Geheimnis? Die Magie. Für uns, der Kunde gehört zur Familie. Wer unseren Laden betritt, gehört zur Familie. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern gelebte Überzeugung. Bilder vom Yokyok aus Zeiten kurz vor Corona. Die Anziehungskraft enorm. Ich fühle mich wie zu Hause hier. Ja, hätte ich nie gedacht. Ich habe vor 2 Jahren habe ich das mal so rechts im Moseleck Luftlinie mal gesehen und habe gesehen, hier stehen 100 Leute hier vor der Tür. Denke ich, was ist denn das? Und dann sagt man, einer, kennst du das nicht? Das ist Yokyok. Es ist einfach Kult hier in Frankfurt, würde ich sagen. Auch an dem Publikum, was man hier abends so antrifft, das ist ja, die ganzen verschiedenen Getränke, Biersorten, alles. Es gibt, also gibt's nicht. Es gibt einfach alles. Das macht in erster Linie aus, dass hier so vom Denker bis über Professor, bis über der Normalo, alles hier einfach sich trifft und einfach ein Bier trinkt. Seine Kunden, pardon, Familienmitglieder, kommen aus Frankfurt und der Welt. Der großen, weiten Welt. Also, Australien, ist das weit genug? Und sie lassen auch Geschenke da. Vor Jahren hat jemand diese Reiseproviant selber gebastelt. Und dann haben wir das seit Jahren hier. Ich glaube, jetzt seit 13 Jahren steht er da. Das ist meine Heimat. Das ist mein Zuhause. Ich selbst will hier weiterleben und wenn, dann hier sterben. Nazim Alemdar. Schöpfer einer kleinen Oase in der großen Stadt.